Mittagspause. Oh, ich habe auch etwas. Ein Hotdog. Ich kann ihn natürlich nicht essen. Aber sieh mal, wie süß er ist. Oh nein, ich glaube, wir sind erwischt worden. Miss Smith bereitet sich auf den Unterricht vor. Oh, Megan, was hast du da? Ich habe meinen Globus mitgebracht. Ein Globus? Hast du wieder Geometrie und Geografie verwechselt? Naja, was soll's. Setz dich. Diese Schüler. Ständig verwechseln sie die Fächer. Oh, Sally, hi. Hast du einen Globus mitgebracht? Warum? Oh, da ist wohl was drin. Aha. Ja, stimmt. Da ist ein Chinchilla drin. Oh, wie süß. Ich konnte ihn einfach nicht allein zu Hause lassen. Es ist ein ziemlich gemütliches Haus für ein Haustier. Natürlich mit Luftlöchern. Der Chinchilla scheint sich auch zu freuen. Sie liebt ihr Haustier. Oh ja. Sieh dir doch das niedliche Gesicht an. Und das weiche Fell. Ich will ihn für immer streicheln. Experimentierst du mit Mode? Deine Mütze sieht komisch aus. Megan merkt sofort, dass sie was versteckt. Und sie hat recht. Unter der Mütze ist eine riesige Schnecke. Das ist mein süßes Riesenbaby. Echt verrückt. Warum ist sie auf deinem Kopf? Naja, so fühlt sie sich wohler. Und sie muss nicht laufen. Ups, hier ist Miss Smith. Vielleicht denkt sie, das ist nur eine ungewöhnliche Haarspange. Oh nein. Sally, was ist das? Die Lehrerin ist geschockt. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt wird's wirklich ungemütlich. Sieht so aus, als ob Sallys Eltern ein langes Gespräch mit dem Direktor führen müssen. Miss Smith ist so spießig. Leider hat sie uns erwischt. Wir lieben den Zeichenunterricht. Martin denkt, er ist ein richtiger Profi. Jedes seiner Werke ist ein Meisterwerk. Hey, Melissa! Schau dir dieses Meisterwerk an. Sieht es nicht toll aus? Ach, ich habe was Interessanteres. Schau mal lieber hier rein. Oh nein, da drin bewegt sich etwas. Es ist eine Schlange. Martin flippt aus. Das ist eine seltsame Reaktion. Sie ist doch so süß. Oh, er versteckt sich. Warum haben alle Angst vor dir? Ist sie noch da? Oh Gott, nimm sie weg. Hör nicht auf ihn. Du bist mein süßer kleiner Snakey. Oh, da kommt eine schwangere Schülerin. Miss Smith kann nur gratulieren. Megan, herzlichen Glückwunsch. Was für ein dicker Bauch. Megan, das sind tolle Neuigkeiten. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Das weiß ich noch nicht. In Ordnung, setz dich. Zu Martin wird sie nicht so nett sein. Geh zurück auf deinen Platz. Lass uns mit dem Unterricht anfangen. Endlich, mein ganz eigener Schreibtisch. Es ist an der Zeit, das Geheimnis zu lüften. Es ist weder ein Junge noch ein Mädchen. Es ist ein Fisch in einem Aquarium. Was? Hast du ein Aquarium zur Schule mitgebracht? Das ist lustig. Erfüllt der Fisch Wünsche? Beide sind total abgelenkt. Versteck das Aquarium. Wow, Megan trägt heute so einen kuscheligen Kapuzenpullover. Das hat bestimmt einen Grund. Seht ein kleines Hündchen in ihrer Kapuze. Hallo, Flauschi. Er ist so süß. Was ist, wenn Miss Smith ihn sieht? Pass auf! Bleib einfach in der Kapuze. Zum Glück ist die Lehrerin zu beschäftigt, um den neuen vierbeinigen Schüler zu bemerken. Puh, sie ist endlich weg. Er ist sowas von süß. Nur nicht bellen, Kleiner. Martin hat auch ein Lieblingshaustier. Wenn sein Hund ein Sweatshirt anhat, sieht er aus wie ein Schüler. Aber damit es glaubwürdiger aussieht,
fügt er noch ein Accessoire hinzu. Eine Brille. Und ich ziehe ihm eine Kapuze über den Kopf. Miss Miss ist pünktlich, wie immer. Sie bemerkt noch nicht mal den seltsamen Schüler. Martin fällt mal wieder auf. Nimm die Kapuze ab, wenn du in der Klasse bist. Das gilt auch für dich. Ah, wer bist du denn? Oh. Da ist ein Hund in einem Sweatshirt. Du nimmst deinen Hund mit zum Unterricht? Geh sofort zum Direktor. Und du, Dobermann, gehst nach Hause. Miss Miss ist sauer. Das ist kein Klassenzimmer, das ist eine Tierhandlung. Wenn Schüler versuchen, sich an Miss Miss vorbeizuschleichen, kann da irgendwas nicht stimmen. Miss Miss hat einen Riecher für sowas. Da ist eine kleine Ratte in Melissas Goethe-Tasche. Während Miss Miss nicht hinsieht, kann sie die Kleine kurz rauslassen. Oh, die ist aber süß. Sieh dir ihre Schnurrhaare, Pfoten und Nase an. Pass aber auf. Diesmal scheint es wohl keinen Ärger zu geben. Niemand wird rausgeschmissen oder keiner bekommt eine Standpauke. Wow. Melissa hat einen ganzen Zoo. Eine Schlange, eine Ratte und jetzt ein Chamäleon. Sally sieht glücklich aus. Sie liebt ihren neuen Freund. Sicher, dass er mich nicht beißt? Ich muss diesen kleinen Kerl füttern. Sally bekommt eine Fliege für das Chamäleon. Er muss Hunger haben. Er hat sie sofort aufgefressen. Miss Miss taucht aus dem Nichts auf. Der einzige Ort, wo sie ihr Haustier verstecken kann, ist auf ihrem Kopf. Melissa, du hast aber ein schönes Haaraccessoire. Ja, es ist super trendy. Hoffentlich berührt sie nicht meinen Kleinen. Oh, nochmal Glück gehabt. Ist dir wohl nicht aufgefallen? Miss Miss ist auch nur ein Mensch. Also flirtet sie auch mal gerne. Und sie hat mit Megan Mitleid. Oh. Sie kommt mit einem Gips in den Unterricht. Oh, Megan, was ist passiert? Ach, halb so wild. Ich bin vom Skateboard gefallen. Ein Glück hilft Melissa ihr mit dem Rucksack. Die Mädchen setzen sich. Und Miss Miss ist wohl wieder abgelenkt. Die Mädchen verstecken bestimmt wieder was. Oh ja, sie verstecken jemanden. Das ist kein echter Gips. Ein Kätzchen schaut aus dem Gips heraus. Oh, ist die süß. Jeder liebt Katzen. Jetzt werden die Mädchen überhaupt nicht mehr lernen. Ich kann nicht mehr. Wir sollten eine Pause machen. Es ist Zeit, unsere Lunchboxen rauszuholen. Der Inhalt sieht gleich aus. Außer, dass Melissa eine Lunchbox mit doppeltem Boden hat. Oh, da ist eine süße Schildkröte. Ich hoffe, das ist dein Haustier und nicht dein zweites Frühstück. Sehr witzig, Martin. Juju ist mein bester Freund. Oh, Miss Miss hat einen sechsten Sinn für Haustiere. Aber zum Glück hat sie nichts bemerkt. Jetzt können wir weiter mit meinem Haustier spielen. Melissa hat aber ein großes Buch. Will sie ernsthaft lernen? Das sieht ihr gar nicht ähnlich. Respekt. Wer schleicht sich denn da vorbei? Hm? Oh, es ist Martin. Sie kann das Geheimnis enthüllen. Das riesige Buch verwandelt sich in ein Igelhaus. Das kleine Haustier weiß nicht, wo es ist. Na, mein Kleiner, ich bin's. Aber Martin ist nicht begeistert. Ich kann ihn gar nicht streicheln. Autsch, das tut weh. Miss Miss taucht wieder auf. Martin, nimm deine Füße vom Tisch. Und das Haus des Igels verwandelt sich wieder in ein Buch. Eine Standpauke für Martin und ein Lob für Melissa. Sollte es nicht umgekehrt sein? Ist schon gut, Martin. Die Hauptsache ist, dass niemand mein Igel bemerkt hat. Wie fandet ihr unsere süßen Haustiere?
Natürlich würden wir nie Haustiere in echt mitnehmen. Welches ist euer Lieblingstier? Wir sind gespannt. Vergesst nicht zu abonnieren. Lasst auch einen Kommentar da und drückt auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.